So, hier habe ich zum Beispiel auch was übersehen. Erstmal voll ungewohnt, erstmal wieder zu spielen, wo man jetzt gefühlte 3 Wochen nicht gespielt hat, obwohl es nur, lass mich mal überlegen, 2 Wochen waren. Ja. Ah, Apfel. Nice. Mach ich auch nochmal. Apfel. Hä? Apfel. So, nice. Also, mal gucken. Diese Fläche muss jetzt dann auch noch, das ist auch nochmal Apfel. So, also, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das hier so bleibt. Den Baum habe ich aber auch nicht weggeschlagen, oder? Nee, okay. Also, wir hauen jetzt noch so diese kleinen Bäume hier weg, halt so schräg. Natürlich brauche ich einen Anhaltspunkt und würde sagen, dass das halt so eine leichte Kurve macht, so hier rum. Und das muss ja dann auch nach hinten gehen und auch mit Sand. Also, wir brauchen ein bisschen dafür, auf jeden Fall. Jetzt erstmal nur so von der Rechnung her. Wird anstrengend, aber das kriegen wir gut hin. Zumal ich bei den Bäumen das Holz erstmal nur wegschlagen werde. Oh, natürlich muss es regnen. Das auf dem Boden machen wir zum Schluss. Wir machen jetzt erstmal die Bäume weg. So. So, der Baum weg. Dann muss der Baum weg. Achso, habe ich weggemacht. Dann muss der Baum weg. Ich freue mich auch schon, Staxel wieder zu spielen. Nämlich hier so am Rande auch. Der hier kann eigentlich bleiben. So, dann kommt der hier weg. So, also, ich möchte über die Niederlande sprechen. Also, eine ganze Woche waren wir da. Die Videos habe ich noch nicht geschnitten. Ich denke aber, die werden jetzt bald dann auch kommen. Also, das Schneiden wird jetzt nicht so das große Problem sein. Muss nur auch nach passender Musik gucken, so zum Drunterlegen. Sind insgesamt nur 4 Videos geworden. Nur mal eben so, ich hatte angekündigt, dass ich wollte gerade sagen 4 Wochen. Nee, was denn mit 4 Wochen? Nee, ich hatte ja eigentlich versprochen, dass ich jeden Tag ein Vlog aufnehme. Aber ich muss zugeben, ich hatte dann, ich habe gerade einen Brummen. Alter. Aber ich muss zugeben, es war nicht die Lust, die fehlte, sondern eher mal die Ruhe zu haben. Weil, wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen abschalten und das habe ich mal auch so ein bisschen gebraucht, halt eben raus und Erholung. Und deswegen sind es statt so gesehen 7 Videos 4 geworden. Ich denke aber, das geht vollkommen in Ordnung. Es ist nicht immer allzu viel zu sehen. Aber, und so viel kann ich sagen,
ein tolles Special-Video, was eine halbe Stunde geht, leider mit einem abrupten Ende. Da muss ich dann mich hier reinschneiden dann. Hallo? Warum komme ich hier nicht weiter? Achso, ich bin zu hoch. Weil der Akku ging leer. Und ein Glück, dass die Datei da drauf ist. Die wurde gespeichert, aber das Ende nicht. Musste ich lachen, als ich das gesehen habe. Aber wie gesagt, das soll ja auch das kleinste Problem sein. So. Ich kann hier ganz kurz gucken. Ja, da muss das hier natürlich noch weg. Das. So, dann kann das hier jetzt einfach verschwinden erstmal. Das dauert ein bisschen. Und wenn das weg ist, werden wir es dann nur so in dieser Kurve so gesehen, einmal so hier dann so in etwa halt dann wegziehen. Dann haben wir dann noch diesen Platz, den ich ja wollte. Und dann blenden wir halt noch Sand drauf und ja. Aber wo wir jetzt eine schöne, leichte Aufgabe zu haben. So, die Äpfel behalte ich natürlich. Ich bin ja schlau. Wir können einfach mal schon mal anfangen, würde ich sagen. Mit dem Platzieren von Sand. Denn zu solch einer schönen Aufgabe kann man halt auch besser reden. Und ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht so sonderlich dieser Experte in Sachen Multitasking oder Merkfähigkeit. Also, wie gesagt, also vier Vlogs werdet ihr sehen. Hinreise war eigentlich ganz gut. War nicht langweilig. Ich hatte meine Kopfhörer mit, habe schön Musik gehört. Mit den anderen natürlich im Auto geredet. Witzig war es aber dann, weil als wir nicht wussten, ob wir über die Grenze waren. Also da steht ja immer hier, Welcome to Netherlands oder so. Oder Welcome, und dieses Schild haben wir nicht gesehen. Also, ohne Witz, wir haben das Schild nicht gesehen. Und auf einmal stand da so, ja, nur so und so viele Kilometer bis... Oh, war das jetzt... Ich wollte gerade Zwolle sagen. Nee, das war nicht Zwolle. Aber ich komme gerade nicht auf den Ort. Und dann haben wir nur so gesehen, alles klar, wir sind in den Niederlanden. Jedenfalls... Dann waren wir über der Grenze und haben uns dann nur an den Orten orientiert. Mir fällt gerade schon was ein. Und deswegen bin ich auch... Ne, warte. Na, ja. Einfach mal Ich hab ja hier Sand drin schon. Nicht umsonst bin ich doch farmen gegangen. Lol, das passt alles ganz genau rein. Schauen wir einfach mal, wie viel damit hier fertig kriegen. Also das kleine Stück hier auf jeden Fall. So, Game Mode 0, so. Der Regen regt mich zwar auf, aber es gibt Schlimmeres.
Jedenfalls, witzig war es dann, als wir halt uns auf die Suche gemacht haben zu Landal. Wir haben halt ein Navi gehabt und haben halt die Adresse eingegeben von Landal de Schattberg. Domain de Schattberg. So hieß das der Landalpark, wo wir dieses Jahr waren. Wir waren auch schon Landal Alderholt und wie die alle heißen. Alle Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber am öftesten waren wir in Landal Alderholt. Ich glaube, da war ich 3-mal. Und möchte ich eigentlich gerne mal hin, weil das ist echt ein schöner Park, kann ich nur empfehlen. Jedenfalls, wir haben die Adresse eingegeben und ihr müsst euch das so vorstellen. Man fährt diese Straße entlang und auf einmal wird gesagt, das Ziel, sie befinden sich jetzt an ihrem Ziel. Und wir schauen instant nach links, wo wir nur so Wohnwagen stehen sehen und uns denken, das kann das doch nicht sein. Wir hatten ja auch nicht so einen Lageplan vom Park schon selbst. Jedenfalls sind weitergefahren. Ihr werdet das im Vlog. Ja, ihr werdet es noch sehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist noch nicht ein Vlog online. Jedenfalls, wir fahren weiter. Erst geradeaus, dann zurück, dann da nochmal links. Ehe wir nochmal da ganz zurückfahren, haben die Adresse sogar nochmal eingegeben und meinte wieder, dass sie befindet sich diesmal, weil wir aus der anderen Richtung kamen, rechts. Vorher ist es ja spiegelverkehrt wegen der Facecam, aber ich denke, aufgrund meiner Worte wisst ihr ja, wie ich das meine. Wir sind dann zurück zum Kreisverkehr gefahren, zum Kreisel. Und dann sagte ich so, schaut doch mal da rechts. Denn was war da rechts? Ein Schild, Landal, Domain de Schattberg. Wir haben einfach nur die falsche Abzweigung genommen. Da war extra eine Abzweigung. Ja, Schlüssel genommen. Ich muss echt zugeben, der Park echt, echt schön. Und war auch nicht so auf Kinder so typisch ausgelegt, wie ich finde. Ich finde, man sieht anhand von Parks, ob das mehr so für Kinder jetzt gedacht ist, so von den Aktivitäten her. Aber ich muss zugeben, das war jetzt nicht halt so auf Kinder ausgelegt. Klar, Bollo war da wieder, da war ein Esel, ein wunderschöner See, den ihr ja auch sehen werdet und auch Bilder. Irgendwie sonst in einer Collage oder sonst speziell noch von hier von mir aufgenommen. Jedenfalls